Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu PUBG. Wir haben heute eine volle Hütte. Alle sind dabei. Im Prinzip ganz Deutschland ist vertreten. Hoch aus der norddeutschen Tiefebene, ganz flach, kommen rein. Easy und wir alle. Memphis schaut aus dem Osten mit rein. Memphis, du wohnst doch irgendwo im Osten, oder? Immer noch, ja, danke. Ja, hallo. Also. Aus dem Osten. Memphis reingeschneit. Aus dem Westen viel Christina. Die musste natürlich ihre Spätschicht wieder mal auf unsere Aufnahmezeit legen. Deswegen nicht dabei. Plus natürlich ne Siegerteam von heute Abend, die im Prinzip alle Matches unter sich ausmachen werden. Wir. Ja. Wir. Danke. Danke sehr. Ja, ne? Ja, also ich muss warten, muss ausgesprochen werden, obwohl natürlich, Verena, ich will natürlich von dir jetzt mindestens mal einen Kill sehen, nachdem du den ganzen Nachmittag geschwitzt hast. Den ganzen Nachmittag nämlich, ich habe ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mehr war das nicht. Mhm, die haben Another Bite the Dust gespielt und dann 12 Stunden oder sowas jetzt PUBG sich warm gemacht. Ach ja. So. Aber Simon, ist eigentlich unfair, wenn die in Hamburg leben, ist Kiel nicht so weit weg. Ja, was habt ihr dann drin? Okay, das hat keiner verstanden. Auf 10 Meter daneben schießen. Egal, Moment, den hab ich nicht verstanden. Du musst den Kill holen, hast gesagt, Kiel. Verstehst du, Kiel? Oh, Fabian. Alter, ist der schlecht. Der ist so schäbig. Das also ist ich so flach. Ich trau mich wenigstens. Das kann nur verstehst aus Hamburg ich trau mich kommen. Wenigstens. Nee, ich höre mir die Hälfte von dir nicht an, was du sagst. Ich habe echt nicht zugehört. Und dann, ja, als du ihn erklärt hast, war das richtig scheiße. Das war ein hochklassiger Witz. Und ihr hört mal wieder nicht zu. Man muss sich ja noch verbessern können, Fabian, ne? Ja. Oh je. Okay, ihr werdet jetzt einfach sterben und dann ist es auch wieder gut. Ah, ich habe schon Schaden, gut. Ich auch, ich bin vom Dach gefallen. Ich auch. Ganz professionell, wie man es halt macht. Da. Erstmal looten. Da. Was ist das denn? Ich habe was Neues gefunden, was ich noch nie hatte. Wow, okay, was ich nicht brauche. So, weil es die erste Runde ist die Zone natürlich völlig harmlos. Ah, witzig. Wahrscheinlich wird sie schon gleich wieder hinter mir stehen. Hier ist Johnny. Muss mich erstmal an das langsame Loot-System gewöhnen. Ja, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen hier. Ja, ja. An was? Mhm. Das langsame Loot-System. Man kann nicht einfach rüberrennen und aufnehmen dabei. Ja, ey, hallo. Du spielst Tarkov, also kannst dich wohl nicht beschweren hier. Ja, gut, Argument. Warum ist Tarkov so schäbig, ja? Ja, ich gar nicht, aber da ist es ein bisschen realistischer, ne? Was mache ich denn damit? Aber die zweite Zone ist ja schon im vollen Anmarsch hier. Und sie ist schnell. Boah, dich. Ich glaube, das war mein Ende, ja. Bist du denn gelandet? Im Osten! Memphis! Naja, ich musste im Norden landen. Memphis im Osten. Und wir im Süden, oder wie? Ja, natürlich. Ja, Fabian, natürlich. Hast du das Memo nicht gelesen? Ah, Memo, ja. Wie schnell ist denn Memo. Die schon wieder? Ich hab da Memory gelesen. Was gelesen, ist denn sorry. Das, Alter? Könnt ihr mal zukommen? Alter, okay, ich bin jetzt außerhalb. Dima, wenn du noch einmal an der Zone rumfummelst, lass sie doch mal. Na, die Standardzone ist sowas von zu langsam für unsere kleine Gruppe. Ja, und die ist sowas von zu schnell. Jo, komm. Ja gut, wenn man es weiß, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es so krass schnell ist. Aber wenn man es weiß, ist es okay, dann geht's halt schneller ja, ab. Ja, aber du willst ja nicht gleich zentral in der Zone landen. Ja, aber bevor wir uns da nicht, ewig so viel sehen, sind wir ja nicht. Ja, eben. Okay, aber ich sterbe halt auch ich an der ja Zone. Ja, aber mit dem Überraschungsmoment rein. So ist es nicht. Okay. Nevermind. Ja, aber der erste kann mir ja locker gegenheilen. Eigentlich. Ja, aber bis man dann da ist, läuft ja bei Simon schon wieder längst weiter. Du hast jedes Mal 60 Sekunden zwischen den Zonen, Mann, das ist genug Zeit. Ich hab hier einen Schneesturm. Und jetzt alle, du bist ein Schneesturm. Ich seh nichts mehr. Hilfe. Ich hab hier Schneesturm. Hey, da, wieso läuft man da so langsam? Ich kann nicht mehr laufen.
Ich bin eingefroren! Hals, Maul! Bist eingefroren? Hals, Maul! Ja, das ist... Wieso, das ist Blizzard auf der Karte? Was, also, was ist denn jetzt euer Problem? Was macht ihr denn die ganze Zeit? Was ist das? Ah, dann weiß man doch gleich, wo ihr seid. Das ist nee, es gibt praktisch. Ja zwei, das ist ja... Ja, super. Weiß nicht, was ihr habt. Das ist alles gut. Das ist alles tutti hier. Gut, die Bene, sagst du? Ja. So, war nett, die Runde. Hat mir Spaß gemacht. Das, was Memphis sagt. Ach, armer Memphis. Da kann ich jetzt nicht mal den Profis zugucken hier. Alter, das war knapp. Tschüss. Seid ihr immer noch im Schneesturm? Nee, oder? Ich bin auch der Spieler. Ich hab's verstanden, ich mach's nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit rein. Probier's mal mit Z. Mit Z? Was muss ich jetzt beobachten, ne? Y? Ja. Naja. Y auch nicht. Ah doch, Y, danke. Am Arsch! Fahr mir am Blut. Arsch! Am Arsch! Am Arsch hast du gelernt! Ja, 4 HP. Oh, belastend. Das ist viermal mehr, als ich bräuchte, um zu gewinnen. Die Dreierweste, ne? Oder der Dreierhelm. Dafür, dass ich zuerst auf dich geschossen habe und auch gut getroffen habe, so wie ja, es aussah. Ja, ich hab dir auch gedacht, was macht der da? Wer ist es überhaupt? Guck ich mal, der schießt schon. Okay, was tue ich? Lade ich mal nach. Und dann holze ich ihn weg. Wird's eigentlich einem nirgends... wird's einem, ist klar! Wird's einem nirgends angezeigt? Wen meinst du? Barbie mit seinem Gilly. Martin, also, bist du schon tot? Ja, schon längst. Wer hat dich gekillt? Die Zone? Ja, wird es einem nirgends angezeigt, wodurch wer stirbt? Doch, rechts. Oben. Ja, aber okay. Man sieht es halt nicht, außer derjenige raged rum. Ja, man sieht das natürlich. Ja, wenn man da hinguckt, dann schon. Also ich sehe das nicht automatisch. Also ich habe meinen Bildschirm, wenn ich spiele, im Blick. Ja, Tito. Ach so, oh. Aha. Aber du siehst ja auch die Markierung des eigenen Teammates nicht. Burn. Was macht der Koffer so? Also das Helm-Repair-Kit erklärt sich von selbst? Ja, das ist noch so ein Werkzeug-Kit, ne? Keine Ahnung. Was kann man damit machen? Fahrzeuge reparieren. Die Autos tunen? Ja. Wahrscheinlich, ja. Muss Ray ja doch wieder mitspielen. Nimm doch die Bazooka mit, Fabi. Kein Platz, leider. Dann musst du halt eine von deinen Waffen ablegen. Wahrscheinlich die P90, oder? Nee. Vor allem mit dem Scope auch noch drauf. Echt? Ach, belastend. Kommt ein Blitz. Ja, richtig belastend. Ja gut, also das ist alle auf Fabi, oder? Das Ding hat keinen Zoom auf jeden Fall. Alle auf Fabi, ja, so habe ich das verstanden. Wer keinen Gilly hat, auf den wird nicht geschossen und auf den Gilly-Mann, der wird weggeholt. Ja. Pascal hat auch gute Tarnkleidung an. Ja, ich weiß. Hab mir mal was Besonderes überlegt. So eine Schneemap ist das immer gut. Ja, es ist immer leise, wenn es spannend wird, ne? Ja, Fabian, du kannst was sagen, du bist doch sowieso hier total überfordert. Wow! Okay. Ah, natürlich, hat er den nächsten. Wie halt auch einfach Lack hat, dass Pascal auf der Seite rausläuft. Ich habe ihn einfach gehört. Pascal, hast du natürlich hast du ihn gehört, aber er hätte in allen Seiten rauslaufen können. Ja, wie kann man zuschauen? Und du stehst auf der Seite, beobachten. Beobachter klicken, ja.
Bei mir steht jetzt Zuschauen, zurück zur Lobby, Devcam oder melden. Ich melde. Ich hab melden. Ja, mach das. Wer lebt jetzt noch? Du. Verena? Ja. Verena lebt noch? Okay. Aber die hat sich vorsichtshalber schon mal hingelegt, damit Verena, sie da nicht so weit. Verena, ich und Simon, oder? Ja, ja. Was du noch lebst, weiß ich, Fabian. Hallo. Auch wenn eigentlich unverdient, weil er war eigentlich schon tot. Ja, ich finde auch unfair, dass Fabian sich hochhält. Du hast einfach verschossen, was soll man sagen? Du hast es nicht zu Ende gebracht, den Job. Da kann ich auch nichts für. Ja, so eine halbe Kugel ist dran vorbeigeflogen. So eine halbe, ne? Ja, bei 4 HP. Der Sturm kommt, der Sturm. Das ist ja mal so super ungünstig, dass der jetzt kommt. Tja. Macht der Schaden? Ja, der macht auch Schaden, ey. Vor allem friert er dich ein, dann kannst du nicht mehr schnell laufen. Ah, ja, okay. Das Schöne ist, im Beobachtermodus sieht man den Sturm nicht. Echt? Doch, ich sehe den. Ja, aber... Ja, wenn du in der Ego-Perspektive bist vielleicht, aber... Ja. Wo ist denn der? Ach, da ist der hin. Bist du der, du kleiner Pisser? Mit wem redest du so? Mit dir. Also erstmal, klein ist wohl fehl am Platz und Pisser, ja, okay. Aber wo bist du denn überhaupt? Bei dir in der Nähe. Also ich glaube, klein stimmt schon, es riecht Fabi. Hier nach Hering, das könnte sein. Ja, geil, dass der Gilli hier dass die unterschiedlichen Gillis auf der Karte gibt. Ja. Na gut, der Grüne wäre jetzt nicht so gut, ne? Doch, doch, der geht. Kommt drauf an. Momentan ist der Restzone ist doch 50-50. Ist doch 50-50 grün und 50 weiß. Das ist nicht ernsthaft in die andere Richtung, oder? Ja! Sehr gut. Okay. Was war das für eine Waffe, Simon? Aug. Ihr habt ihn nicht gesehen. Vor allem, Simon stand. Du hast aber, glaube ich, in dem Augenblick in die andere Richtung geguckt. So sah es auf jeden Fall aus der Vogelperspektive aus. Okay. Gutes Auge. Gut gesehen, ja. Ich sehe ja sogar den Namen und hätte jetzt nicht gesehen, wo er stand. Echt? Doch, doch, das habe ich gesehen. Aber auch durch den Namen halt, ja. Kann man nochmal in die freie Ansicht kommen? Natürlich, hat er wieder 25 Rauchgranaten gesammelt. Leertaste. Ja. Wenn's irgendwo smoked, Simon ist nicht weit. Leider überhaupt keine Ahnung, wo sie sitzt. In deiner Nähe. Ja. In deiner Nähe liegt noch eine P90. Und jetzt auch, bei Ihnen in der Nähe. Oh, jetzt wird's spannend. Und mit 20% Rabatt auf alles, was keinen Stecker hat. Genau. Ich habe sie bei Simon auf dem Bildschirm schon gesehen. Genau, aus der Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Schatten, aber es ist hier Schüler. Lootdrop. Yep. Hat das Simon, wie viel Lootdrop hast du eingestellt? Zu viel? Minimal. Hier stehen 25.000 Kisten. Ja, da kriegst du auch echt geile Waffen immer. What the hell? Simon. Martin, guckst du Simon zu? Ja. Mhm. Mit dem zweiten Simon besser. Alter, ist das hart, ey. Ach so, was wir nicht sehen, ist, dass der Sturm bei denen hockt. Ja, also ich sehe gar nichts. Ja, ja, wir sehen nur ein paar Meter weit. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, weil der Vogelperspektive siehst du, denke ich so, leider. Nee, ich guck's immer in der Ego-Perspektive. Also ich sehe den Sturm. Ich auch, aber wir sind auch irgendwie in der Ego-Perspektive und die anderen sind in diesem Flugmodus, oder? Ja, ich bin in der Vogelperspektive. Ja.
Die Zone macht das gleiche, einen richtigen Rappel. Alter, komm! Nein! Simon! Das war echt nicht verdient von dir. Nee, das Weiß habe ich dann jetzt gesehen. Hui, hui, hui. Ja, also ich hatte dich, deinem Häuschen? Ich hatte dich ja die ganze Zeit gesehen. Einmal kurz habe ich, glaube ich, Fabi gesehen und dann habe ich mir versucht, ich schleiche mich von hinten an, aber dann kam halt der scheiß Sturm und dann war vorbei. Also einmal war sie bei dir mitten auf dem Bildcamp drauf und recht nah sogar, Simon. Sie ist gerade hochgegangen und du hast sie einfach nicht gesehen. Habe ich aber nicht gesehen. Also da, dann, okay. Gut, aber mit dem Sturm konnte man gerade noch die Gewehrspitze sehen, mehr konnte man nicht sehen. Schön. Gut, und Simon. Also wie gesagt, der Süden gewinnt. Seid ihr auch ein bisschen in der Überzahl. Naja. Das ist jetzt nicht also der Einzige, der in Unterzahl ist, ist Memphis. Und der ist Sieger der Herzen jedes Mal, aber da kann er sich halt nichts von kaufen. Aber hey. Aber ja. Aber hey. Die Zone hat ihn kaputt gemacht, was soll man sagen. Das war aber das, Simon. Dass man sich nichts davon kaufen kann, ist er ja gewohnt. Oh, wieso sind wir nur noch zu sechst, Memphis? Jetzt seid lieb zu ihm. Ja, natürlich. Alles klar, liebe Leute, also mit dem verdienten Sieg des Südens und dem Sieg des Herzens des Ostens verabschieden wir uns aus dieser Runde. Bis zum nächsten Mal. Westen. Naja, da sagen wir jetzt besser nichts zu, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.